So, jetzt Wanderungsstart kommt. Und gleich zu Hole Up Bier kaufen gehen. Ich werde jetzt bei diesen verschmierten Hole Up erstmal Bier kaufen gehen. Also ich habe gerade 3,6er Bier gekauft und darauf erstmal ein Bier trinken. Ne, hier mit Zelt scheint diese Variante doch nicht gut zu sein, dass dieser hier unten ist. Ich glaube, ich richte das mal wieder so, dass der hier oben ist. Weil das ist scheiße mit der Tasche. Die ist gerade weggeknickt. Oh scheiße, jetzt ist eine ganz große zeitaufwendige Scheiße passiert. Und zwar hier, dieser Ding hier. Also das hier, was man sonst normalerweise auf dem Rücken trägt. Der ist genau hier abgerissen. Jetzt muss ich das hier annähen. Ja, sowas ist auf jeden Fall ärgerlich. Wenn hier so eine Tasche abreißt und das ist so eine Zeitverschwendung, das Ganze wieder zusammenzunehmen. Aber deswegen hat man auch so einen scheißen, so einen verdreckten Nadel und Faden dabei. Und hier, als ich gerade bei Hole Up Bier gekauft habe, da habe ich einen Zuschauer getroffen, der mit seinem Kumpel unterwegs war. Ich glaube, der eine hieß Nils und sein Kumpel hieß Thomas. Große Grüße. Wenn ich mich mit den Namen vertan habe, dann Entschuldigung. Weil wenn man ganz flüchtig sich vorstellt, dann fällt es mir ganz schwer, auf den Namen zu behalten. Ja, aber ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert. Und jetzt bin ich dabei, hier diesen verschmierten Drecksrucksack zu nähen. Bevor ich dann mein Wagen anders gerichtet hier weiter schieben tue. Der Scheißwagen ist repariert und gerichtet. und jetzt Wanderung wirklich Start kommt. Ich habe meinen urinfarbigen Fummel ausgezogen, weil ich finde das voll cool, wenn er D3 scheppert. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Ich bin jetzt in Bremen-Oberneuland, weil hier hinter mir ist Windmühle. Und jedes Mal, wenn ich hier in dieser Windmühle bin, dann bin ich in Bremen-Oberneuland. Und hier, um hier nach Buxtehude zu kommen, habe ich mir einen Plan geschmiedet, wie ich da hinlaufe. Und zwar, ich habe hier einen Zettel gemacht. Mit den ganzen Ortschaften, wo ich durchgehe, bis ich in Buxtehude angekommen bin. Und zwar, ich habe hier mit Ottersberg begonnen. Weil ab von dort an will ich einen bestimmten Wanderweg laufen. Jakobsweg La Baltica oder wie das heißt. Und die führen mich durch diese ganzen Ortschaften durch, die ich dann hier aufgeschrieben habe, um das nochmal anzuschauen, ob ich wirklich richtig bin. Falls ich den Wanderweg nicht auf die Schnelle finde oder mich verirren sollte oder so. Und zwar, ich habe mir überlegt, ab Ottersberg das Ganze aufzuschreiben, wo ich lang muss. Weil, wie ich nach Ottersberg zu Fuß komme, da weiß ich aus dem Kopf. Weil, als ich nach Sottrum gelaufen bin, um den von Gurkensohn empfohlenen Döner zu probieren in Sottrum, dieser Berlin-Döner, da bin ich einmal über Ottersberg gelaufen. Und wo ich hier vor einigen Wochen versucht hatte, diese Herausforderung gegen Auto mit Sebastian zu machen. Wer läuft mehr Kilometer in 24 Stunden, wo ich hier rund 94 Kilometer laut Komoot gelaufen bin. Da bin ich auch durch Ottersberg gelaufen. Und deswegen habe ich diese Ortschaft in meinem Gehirn gespeichert bekommen. So, dass ich mir den Weg dahin merken konnte. Und hier in der anderen Seite habe ich eine Landkarte von Buxtehude gemalt. von der Straße, also ich würde dann hier unten irgendwo ankommen. Da habe ich hier extra einen Pfeil gezeichnet, damit ich das nicht vergesse. Und dann muss ich hier die Straße folgen, bis zu diesem Punkt hier vorne. Und hier in diesem Punkt, da sollte irgendwo dieser dieser Dönerladen hier von Mehmet stehen. Also nur damit ihr Bescheid wisst, mit welcher Struktur ich diesen Marsch angehen werde. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Bierpower. Ne, ich glaube, ich erinnere mich an diesen Weg, den ich jetzt gerade laufe. Diesen Weg bin ich schon zweimal gelaufen.
Und zwar einmal, wo ich hier nach Sottrum gelaufen bin, um Gurken so uns empfohlenen Döner zu probieren. Und einmal, wo ich diesen Versuch gemacht hatte, wie viele Kilometer ich in 24 Stunden zu Fuß schaffe. Oi, ich habe mich eben gerade doch vertan. Ich bin irgendwie aus Versehen ein bisschen weiter gelaufen. dabei musste ich in die genau entgegengesetzte Richtung laufen und dann abbiegen. Aber egal, war vielleicht nur ein halber Kilometer, was ich mir verlaufen habe. In genau dieser Stelle war ich schon mal. Und zwar hier vorne ist ein asphaltierter Fahrradweg und hier vorne ist ein Schotterweg. Und wo ich diese Herausforderung gemacht habe gegen Outdoor mit Sebastian, wie viel Kilometer schaffe ich in 24 Stunden, da bin ich da lang gelaufen. Und da ganz hinten ist ein Schotterweg. Und das ist dann voll schwierig, dann hier diesen Wagen hier vorne zu schieben. Und deswegen, weil das hier schwieriger war, diesen Wagen zu schieben. Also ich hatte da meine billige 15 Euro Einkaufstrolley gehabt mit weniger Gepäck. Da ging das, aber ich denke mal, mit diesen hier ist das noch viel schwerer, da durchzulaufen. Und deswegen gehe ich da lang, hier beim Fahrradweg, über dem asphaltierten, bis nach Fischerhude und dann über Fischerhude bis nach Ortersberg. Genau so mache ich das. Weil hier, guck mal, kennt ihr meinen linken Rad? Also hier, dieser Rad hier. das hier, das ist der linke Rad. Und das hier, das ist ein rechter Rad. Und hier, dieser Grumi, der fällt immer wieder auseinander. Ich dachte, dass der bei der letzten Tour schon auseinanderfällt, aber nee, der hat noch gehalten, der hält noch, das ist voll cool. Und mal prüfen, ob der noch diese Tour hält. Oder ob ich den genauso wegschneiden muss. Hier aus diesem Radleib rausreißen muss. Wie bei diesem Rad. Bei dieser Rad, da habe ich hier diese 100 Kilometer Wanderung mit Marvin. Diesen Gumi verloren. Also das hier. Der ist hier komplett kaputt gegangen und den musste ich rausschneiden und deswegen mal prüfen, wie lange dieser Gumi hier hält, weil hier, der fährt ja jetzt gerade auf 50% Felge und wenn dieser Gumi weg ist, dann fährt er auf 100% Felge. Das einzige, was nervt bei dieser Felge, sind die lauten Geräusche beim Rumschieben. Kennt ihr meine blaue Minibox, die ich sonst hier an meinem Wagen immer drauf habe? Zum Musik hören. Die ist kaputt gegangen. Und das finde ich voll scheiße. Weil mit Musik, also mit Minibox, habe ich viel, viel, viel mehr Spaß dran, wandern zu gehen. Und das war eine Minibox von Wish gewesen. Das ist jetzt die zweite Minibox von Wish, die kaputt gegangen ist. Ich habe mir jetzt zum dritten Mal eine Minibox von Wish bestellt, weil ich finde, für diese 30 Euro, die man da insgesamt bezahlt, inklusive den Versandkosten, läuft diese Minibox von Wish besser als so eine 30 Euro Minibox von Saturn oder so. Meiner Erfahrung nach. Aber hier, so eine gefälschte Minibox von Wish ist auch nicht das wahre und geht relativ schnell kaputt. Man hört auch nicht den allerbesten Sound. Und deswegen habe ich eine Original JBL-Box hier in meine Amazon-Wunschliste reingepackt. Oi, ich bin kurz vor Fischerhude. Dieser Ortsschild, der ist da ganz hinten. Den sehe ich von hier. Ob ihr den seht, weiß ich nicht. Aber ich sehe den von hier aus. Hier
Endlich wieder Bier trinken. Ey, hier steht drauf, Ortersberg, noch 6 Kilometer. Also sprich, knapp über eine Stunde laufen, dann bin ich da. Und dann werde ich diesen Wanderweg, Jakobsweg, La Baltica suchen gehen. Scheißebecken gefunden. Ich hab Scheißebecken gefunden. diese Schafen, die sind irgendwie voll neugierig. Hier. Ich bin, keine Ahnung, 1-2 Kilometer von Ottersberg entfernt. Und hier, guck mal, ich habe hier diesen Pilgerweg gefunden, dieser Pilgerwegzeichen. Aber ich habe hier ein richtiges Scheißproblem. Und zwar hier, das ist Ramses sein Handy. Was da mir mal bei der Fanpostöffnung zugesendet und geschenkt hat. Wo ich sehr dankbar bin, weil der ist auf jeden Fall schneller als mein altes Handy. Aber ich habe irgendwie Probleme mit denen, mit Thema Aufzeichnung. Weil diese Aufzeichnungen, die werden irgendwie ständig pausiert und so weiter. Das ist scheiße. Weil wenn ich das irgendwie zu lange nicht merke, dann werden nicht die Kilometer angezeigt, die ich wirklich gelaufen habe. Und das wäre für mich sehr anstrengend, wenn ich dann extra auf Google oder so das Ganze dann zeichnen sollte, um diese Kilometeranzahl zu ermitteln. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das jetzt einstellen kann, dass die Aufzeichnung die ganze Zeit weiterläuft. Weil wenn die ganze Zeit am Stoppen ist, weil ich die dann immer wieder fortsetzen muss, dann werden diese ganzen Ecken und Kanten irgendwie weggeschliffen, die ich dann extra gelaufen bin. Das war bei meinem alten Handy zum Beispiel jetzt nicht so. Aber ich hoffe, ich werde das irgendwie hinbekommen, dass die Aufzeichnung nicht immer am Stoppen ist. Also ich werde jetzt diesen Schotterweg laufen, bis nach Ottersberg. Dieser Kieselsteinweg ist voll scheiße für mein Gummi von diesem Rad. Weil der geht durch diesen Schotterweg irgendwann immer schneller ab. Joi! Hier ist noch Schotter. Aber genau hier vorne kommt Asphalt. Das ist voll geil. Jetzt kann ich endlich hier meine verschimmelten Dreckswagen besser schieben. Bis nach Ottersberg. Und irgendwo hinter Ottersberg werde ich irgendwann rumzelten. Weil hier, guck mal. Die Sonne geht immer weiter runter. Gleich kommt Dämmerung und danach Dunkle. Und hier. Hinter Ottersberg werde ich dann irgendwo mein Schmierzelt aufbauen. Diesen ekelhaften Wurfzelt mit diesen ganzen Schmodder dran und so weiter. Der hier so viel Dreck hat von meinen letzten Touren. Wisst ihr noch? Dieser Zelt und mein Scheißwagen und so weiter, der ist wunderschön missbraucht. Naja, erstmal Bier trinken. Pui! Hier, ich bin in Ottersberg angekommen. Und gleich werde ich dann irgendwo hinter Ottersberg, weil langsam immer mehr Dunkle kommt. Wegen Dämmerung. Dann werde ich irgendwie hinter Ottersberg irgendwo, wenn noch mehr Dunkle kommt. Und wenn ich dann einen wunderschönen Platz gefunden habe, hier, wie heißt denn das nochmal? Hier mein Wurfzelt aufbauen. Oi, hier, guck mal, ich habe hier einen Dönermann getroffen. Und ich glaube, ich werde da einmal Armbrot fressen. Ich muss sagen, der Döner ist wirklich sehr, sehr lecker. Also mit Abstand überdurchschnittlich gut und auf jeden Fall leckerer als jeder Döner, den ich hier in Bremen probiert hatte. Schöne Knusprigkeit, wunderschön frischer Salat mit Kraut drin, mit Zwiebeln, mit ganz frischen Zwiebeln. Also die merke ich auf jeden Fall voll cool. Da kann ich auf jeden Fall gut weiterempfehlen. Hier, guck mal da. Ich habe hier diesen Pilgerweg gefunden. Hier nach Richtung da lang. Nach Richtung Zeven laufe ich hin. Oi, es ist gerade mal 8:30 und es ist schon so dunkle geworden. Und ich fühle mich irgendwie viel zu
viel zu fit, um schlafen zu gehen. Und weil es von der Dunkelheit her keinen Unterschied macht, ob ich jetzt mal einen Wildcamp-Zeltplatz suchen gehe oder ob ich jetzt in den nächsten 1-2 Stunden mal einen Wildcamp-Zeltplatz suchen gehe, dachte ich mir, weil ich mich viel zu unmüde finde, dass ich meine verdreckten Kopfhörer anziehe, um Musik drauf zu hören. Und dass ich über diese Musik her irgendwie noch mehr Kilometer mache, mit Unterhaltung und so weiter, weil ich keine Minibox gerade habe. Ich glaube, genauso mache ich das. Und dann irgendwann später werde ich mir hier so einen Wildcamp-Zeltplatz suchen, mitten im Dunkeln schon wieder. Irgendwo im Wald oder so. Nee, hier, ich habe diesen Benkel gefunden, diese Ortschaft. Und zwar hier von meinem Zettel, dass ich hier steht das drauf. Also bin ich richtig, weil das auf meinem Zettel drauf steht. Oi, ich bin gerade auf der Suche nach einem Wildcamp-Zeltplatz. Und eben gerade ist so eine verwirrte Hornisse die ganze Zeit gegen meinen Körper rumgeflogen. Der ist mir irgendwie ein paar Mal hier gegen meinen Körper geflogen. Und ich glaube, ein oder zweimal volle Kanne in die Fresse rein. Ich habe mein Gesicht immer zugehalten, weil das wäre übel, wenn eine Hornisse mir in die Fresse stechen würde. Aber die war voll fett und verwirrt gewesen. Ich glaube, das lag an meinem Licht oder sowas. Ja gut, das hat mir nichts getan oder so. Aber ich denke mal, weil ich hier jetzt ziemlich zwischen Ottersberg und Zeven bin, so relativ genau in der Mitte, und das war mein Ziel, irgendwie so in der Mitte zu sein. Hier. Maisfeldlandschaft ist hier ganz viel. Also könnte es sein, dass hier ganz viele Wildschweine rumlaufen könnten. Und das finde ich interessant. Und deswegen werde ich hier in der Nähe von dieser Maisfeldlandschaft mein Wurfzelt aufbauen, um dort zu schlafen. Also gehe ich jetzt irgendwie nach da lang, in diese Dunkelheit rein. Und dann hoffe ich mal, da einen wunderbaren einen wunderbaren Wildcamp-Zeltplatz zu finden. So, jetzt ein gutes Stück durch diesen Maiskolbenfeldlandschaft zu gehen. Oh Scheiße, jetzt ist hier so ein wie heißt denn das nochmal? Hier. Nee. Ast heißt das. Jetzt muss ich meinen Scheiß wagen, hier durch diesen Ast hier rüber zu kleckern. Na komm! Oh, jetzt hat er sich verklemmt, ey. Das ist so. Ich hasse so eine Äste. Meine Fresse. Jetzt kann ich endlich hier. Jetzt muss ich hier auch noch um diesen Ast herumschieben. So, und jetzt weiter zu geschoben bis zum hier. Bis ich eine Stelle gefunden habe, wo ich mein scheiß Wurfzelt aufbauen kann. Oi, ich hab hier, wie heißt denn das nochmal? Ein Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und darauf, dass ich einen Wildcamp-Zeltplatz gefunden habe, werde ich darauf erstmal hier mein Wurfzelt mit ganz viel Mühen aufbauen. Und hier in diesem dunklen Waldstück habe ich hier mein Wurfzelt aufgebaut.
Damit ich gleich hier meine ganzen scheiß dreckigen Sachen hier reinstecken kann und da drin dann bald rumschlafen kann. Und hier vorne ist sind keine Hornissen, wo mich irgendwie eine Hornisse irgendwie die ganze Zeit gegen mich fliegt. So, jetzt erstmal letztes Gute Nacht Bier aufmachen. Und dann gleich hier meine Isomatte mit der Fräse aufpusten. Oh, hier eine interessante Vollfettspinne oder wie sich das nennt. Hier diese hier. Na, jetzt ist die aus dem Zelt rausgelaufen. Scheiße. Ach, na, jetzt ist sie in den Laub versteckt, ey. Jetzt werde ich Bier trinkend hier. Wie heißt denn das Ding nochmal? Hier Isomatte auf Pusten mit der Fräse. Ne, ich hab jetzt meine Isomatte aufgepustet und die ist fertig und einschlafbereit. Und hier, guck mal, dieser Schlafsack hier, den ich jetzt in den Händen halte. Mein neuer Schlafsack jetzt. Hier, ich kann den jetzt zum ersten Mal so richtig benutzen und testen und so weiter. Und missbrauchen. Und ich habe mir auch extra so einen breiten Schlafsack gewünscht. Weil ich halt die meiste Zeit auch gerne, weil ich auch normalerweise immer wieder auf dem Bauch schlafe. Und hier, dieser Schlafsack ist wunderschön breit. Und wegen dieser Breitness des Schlafsacks kann ich auch noch meine Beine auseinanderstrecken. Und deswegen gefällt mir der Schlafsack sehr gut. Vom ersten Eindruck her. Aber ich muss erstmal Praxistest machen damit. Bevor ich noch mehr beurteilen kann. Aber ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank, Mike W. Für diese Mitbestellung des Schlafsacks. Ich freue mich. Jetzt muss ich auch noch mein Bier von draußen hierher holen. Also jetzt diese romantischen hier Kerzen, also diese Dauerbrenner oder wie die heißen, hier anmachen. ich sitze hier mitten im Walde rum. Bier trinkend, hier vor meinem Zelt, um hier gemütlich meine paar restlichen Schlücke Bier zu trinken. Und ich denke mal irgendwie über die ersten Nächte, wo ich alleine im Wald verbracht hatte, nach. Und wenn ich ehrlich bin, die ersten Nächte im Wald, da war ich so ein richtiger Schisser gewesen. Da bin ich irgendwie schnell Zelt aufbauen, schnell im Zelt rein und hab dann auch noch Musik angemacht, um irgendwie diese Waldgeräusche nicht hören zu müssen. Um irgendwie schlafen zu können. Und weil das einfach für mich komplett Neuland war und weiß ich gar nicht. Also ich glaube viele von euch, die das zum ersten Mal im Wald gepennt haben, würden mit mir fühlen, dass man irgendwie anfangs total viele Hemmungen hat und nicht ohne weiteres schlafen kann, weil man irgendwie so eine Kopfgeistergedanken hat. Je öfter ihr es macht, irgendwie draußen im Wald alleine zu schlafen, desto angenehmer wird das und desto weniger Ängste hat man, desto mehr Respekt hat man vor dem Wald und da kann man hier draußen einfach ganz normal Bier trinkend rumchillen. Hier im Wald. Ich weiß auch nicht, was hier irgendwie so erschreckend sein sollte. Ich meine, guck mal, hier vorne ist mein Zelt und hier da hinten ist irgendwie einfach nur Wald und mehr auch nicht. Ja, ich pack mal eben meine Taschenlampe aus, damit ich das irgendwie ein bisschen besser leuchten kann. Ja, keine Ahnung, hier überall Wald und Dunkelheit und sowas. Keine Ahnung, was daran so schlimm sein soll, hier so rumzuschlafen. Genau das müsst ihr in diese Gedanken haben, weil ich meine, es gibt kein Tier hier in Deutschland, das irgendwie
hier an Menschen interessiert ist, also kein Wildtier. Und ich würde sagen, dass Zecken das größte Risiko ist, hier so einen Wald zu pennen. Und wenn man hier Wildschweine und sowas sehen tut, dann hat man Glück gehabt. Weil diese Wildschweine, die sind an Menschen auch nicht interessiert, meines Wissens nach. Und die hauen eigentlich direkt ab, wenn man die sieht. Wenn man nichts Falsches macht, denke ich mal. Deswegen denke ich mal, naja gut, ich habe ein paar Mal hier Rotwild hier rumschreien gehört. Und auch zweimal irgendwie Rotwild, was mein Scheißzelt hier angebellt hat. Ganz dicht dran. Das hat mich irgendwie aus dem Schlaf rausgerissen und es war lustig gewesen. Ja. Ja, keine Ahnung, man braucht sich von so einem Wald hier nicht zu fürchten. Also werde ich mich jetzt hier nochmal auf meinem Scheißstuhl hier noch weiter draufsetzen. Und weiterhin genüsslich mein Bier trinken, bevor ich dann hier schlafen gehe. Oi! Wie heißt denn das nochmal? Ich glaube, ich werde eine Runde schlafen. Gute Nacht, bis morgen.